Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen niegelnagelneuen Video. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting und ich bin Experte mit meinem kleinen, aber feinen Team für die Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses, insbesondere IT-Softwareentwickler, Berater und Agenturen, die sich auf die Entwicklung von Software und sei es jetzt Standardsoftware oder auch individuelle Softwareentwicklung spezialisiert haben und Webentwicklung, Backendentwicklung, also alles, was Software betrifft. Und hier in diesem Video möchte ich mal zum Thema Neukundengewinnung, denn es gibt letztendlich immer nur zwei Probleme, die du hast, auf einen Nenner gebracht, ganz simpel ausgedrückt: Du hast entweder das Problem der Neukundengewinnung oder du hast das Problem der Mitarbeitergewinnung. Ja? Entweder das eine oder das andere. Alles andere ist letztendlich Nebensache, wenn du Neukundengewinnung und Mitarbeitergewinnung gelöst hast, diese Probleme. Gleich mal vorweg, beide Probleme werden sich abwechselnd immer wieder ein neues Gewicht entwickeln, denn wenn du mehr Neukunden hast, dann hast du das Problem von Mitarbeitern. Wenn du dann genügend Mitarbeiter hast, dann hast du das Problem, dass sie nicht Leerlauf machen und sozusagen negativ Cashflow erzeugen, also wieder Neukundengewinnung, und so wird sich das quasi hochschaukeln, im Idealfall eine Aufwärtsspirale im Gegensatz zur Abwärtsspirale. Dazu habe ich ein Video gemacht, verlinke ich dir hier. Das Unterschied zwischen Aufwärts- und Abwärtsspirale, das hat sehr viel mit der Marge zu tun, die bei dir hängen bleibt, und das wiederum hat sehr viel mit deinem Preismodell zu tun. Nicht mit deinen Kosten für Marketing und Marketing und Vertrieb. Denn letztendlich, wenn du sagst, okay, Marketing, Vertrieb sind mir zu teuer und ich muss da die Kosten reduzieren, dann setzt letztendlich die Abwärtsspirale in Gang, weil dann automatisch weniger Neukunden gewinnst, und so weiter und so weiter. Aber wenn du sagst, okay, ich erhöhe Preise und erziele dadurch mehr Marge, ja, gibt es verschiedene Strategien dafür, habe ein Video auch einfach mal aus YouTube rausgehauen. Aber wenn du mehr Details wissen willst, letztendlich mehr Strategien, zum Beispiel Preisstrategien, ja, speziell für Softwareentwickler, IT-Branche, ob das jetzt Webentwicklung ist, ob du jetzt PHP-Entwickler bist, Java-Entwickler, SAP-Entwickler, völlig egal, es geht letztendlich um die IT-Branche und da eben um das Thema Software. Es kann auch sein, wenn du zum Beispiel schon Box-and-Ready-Software entwickelt hast. Ne? Ist ein bisschen anders, aber unterm Strich letztendlich gelten da die gleichen Prinzipien. Also wenn du nicht mehr sozusagen die Dienstleistung Zeit für Geld verkaufst, sondern letztendlich ein Produkt, welches du irgendwann mal entwickelt hast und dann noch ein Service-Paket und obendrauf packst. Ja? Also, hier mal kurz ein kleiner Tipp, wie du daran arbeiten kannst, deine Margen zu erhöhen, letztendlich über Preisstrategien, und wie kannst du mehr Preise verlangen. Gibt es Verschiedenes, wie gesagt, und hier mal eine Sache ist, indem du explizit und präzise Marktforschung betreibst, was aktuell die größten Einwände, Hemmnisse, Beschwerden, Probleme, Hürden, Ängste deiner Zielgruppe sind. Es mag ja sein, dass du dich vielleicht innerhalb des Softwareentwickler-Universums auf ein paar Sachen spezialisiert hast, zum Beispiel Branche, zum Beispiel Unternehmensgröße, zum Beispiel Frameworks, Technologien, ja, die für bestimmte Dinge zum Beispiel präferiert in Einsatz sind. Ja. Also SAP ist sehr weit verbreitet, zum Beispiel Maschinenbau, im kompletten Industriebetriebs, also Industrieunternehmen. Und dann gibt es wieder andere, ja, Frameworks, die zum Beispiel wieder mehr im Finanzbereich in Einsatz kommen und so weiter. Und je nach Branche, Unternehmensgröße und so weiter gibt es natürlich unterschiedliche Schwerpunkte der Pain Points. Und wenn du letztendlich die Pain Points verstanden hast, deiner Zielgruppe, also investier ruhig mal, entweder du holst dir Hilfe von außen, so wie bei mir, oder auch selber investier ruhig mal, sag mal, in 10, 20, 30, 40, 50 Gespräche, ja, die du mit Entscheidern führst, nicht in erster Linie, um was zu verkaufen, sondern in erster Linie, um diese zu interviewen, um einfach mal festzustellen, okay, was sind denn die aktuellen Ängste, ja, Hürden, Erfahrungswerte, ja, Negativerfahrungen, ja, sowie auch positive Erfahrungen, aber ganz besonders die Negativerfahrungen, die sie davon abhalten, letztendlich dir im Neukunden-Akquise-Prozess eine Chance zu geben, ja, mit dir mal ins Geschäft zu kommen, dir einen Testballon zu vergeben, dich als Lieferant, neuen Lieferanten listen zu lassen, etc., etc., etc. Und da brauchst du, kannst du mir glauben, für unsere Kunden machen wir das regelmäßig, ja. Da gibt es unfassbar viele schlechte Erfahrungen da draußen, die
mit kleinen Dienstleistern sowie großen Dienstleistern, lokale Dienstleister, europäische Dienstleister, internationale Dienstleister, es ist völlig egal, unfassbar viele schlechte Erfahrungen. Und ich kann hier natürlich nicht alles rausgeben. Ja? Dazu müsstest du schon den Termin bei uns buchen, dass wir uns da mal wirklich Zeit miteinander nehmen, um da mal ein paar Sachen zu besprechen. Aber auch da wird eine halbe Stunde wahrscheinlich sehr wahrscheinlich nicht ausreichen. Ja? Aber ich kann hier mal so ein Ding mitgeben. Und das ist zum Beispiel, dass einfach sehr viel das Thema Know-how-Transfer da draußen halt diskutiert wird. Also zunehmend natürlich auch bedingt durch viele, viele, viele Geschehnisse da draußen. Ja? Und es gibt wirklich, also mal 8 oder 9 von 10 Entscheidern hatten schon mal irgendwie eine Erfahrung, die vielleicht nicht ganz so gut war, mit einem externen Softwareentwickler, Dienstleister etc. pp., wo es um das Thema Know-how-Transfer ging. Letztendlich, da in diesem Thema Know-how-Transfer oder generell Know-how-Transfer, gibt es dann wieder Unterkategorien, also Unterprobleme. Da möchte ich jetzt mal nur ein oder zwei davon nennen. Der eine ist zum Beispiel der Verlust von Know-how. Also Know-how-Transfer von intern, dein potenzieller Neukunde, den du gewinnen willst als Neukunde, raus zu dir und dann von dir weiter zu eventuell Mitbewerbern von deinen Kunden. Also das ist ein riesen Painpoint. Mach dir da mal drüber Gedanken, wie du dort sozusagen diese Einwände behandeln kannst, wie du das in dein Marketing mit einbauen kannst, wenn du Hilfe brauchst. Wie gesagt, hol dir bei mir eine Strategie-Session. Wir können uns gerne mal eine halbe Stunde kostenlos zusammensetzen. Wenn das nicht ausreicht, dann gerne auch mal 1-2 Stunden gegen bezahlten Workshop bei mir. Alles kein Problem. Ja, das kann, also ich habe schon innerhalb von 2 Stunden teilweise Workshops gehalten mit einigen Softwareentwicklern in den letzten paar Jahren und konnte dort massiv deren Verkaufsskripte verbessern, weil wir eben diese ganzen Einwände und so weiter hier verwenden konnten. Dann Einwandbehandlungen. Dann das zweite Baustein von diesen ganzen Know-how-Transfer-Problemen und so weiter und Bedenken, die da draußen herrschen bei deinen potenziellen Neukunden, ist das Thema Know-how-Transfer von extern zu intern. Das heißt, man möchte jetzt sagen, okay, wir kaufen uns von extern nicht nur irgendwelche Entwicklungsdienstleistungen ein, also quasi da sitzt irgendwie ein Monkey, der irgendwas runterprogrammiert, sondern wir wollen natürlich auch frischen Wind reinbringen, ja? Frisches Know-how. Okay, wie genau passiert das denn? Ja? Und in einer sinnvollen Art und Weise, sodass wir davon maximal profitieren können. Wir, meine ich jetzt, dein potenzieller Neukunde. Ja? Denn auch da gab es schon sehr, sehr viele Erfahrungen in der Vergangenheit, wo es eben nicht so gut funktioniert hat. Ja? Stichwort Kommunikation. Also die Kommunikation, wie ist das Setting, das Setup der Kommunikation zwischen zwei Firmen, die letztendlich zwei verschiedene Firmen sind. Ja? Okay, also hier nur mal diese zwei Dinge. Ich könnte jetzt hier noch weiter erzählen. Ich glaube, weitere 10 Minuten oder noch mal 20 Minuten, auch noch mal 2 Stunden. Nur von diesen Erfahrungen hier. Aber du musst natürlich verstehen, dass ich hier nicht alles raushauen kann, ja, in so einem 10-Minuten-Video. Und da müssten wir uns einfach mal mit einer Strategie, im Zuge einer Strategie-Session mal zusammensetzen. Und ich freue mich schon jetzt auf unser Gespräch. Melde dich jetzt bei mir. Hier unten irgendwo findest du einen Link, wenn du auf YouTube bist. Wenn du dieses Video jetzt irgendwo siehst auf LinkedIn oder Facebook oder irgendwo anders siehst oder auf Reddit oder sowas, dann einfach schauen, wo der Link ist, ja, oder mal klicken oder einfach mal auf meine Webseite vorbeischauen, thomasklein.consulting. Dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Ich freue mich auf dich, dein Thomas Klein und Happy Hunting. Bye, bye.